Welche Profession deformiert Sie denn so? Bücher übersetzen. Sie kochen doch sicher nicht nur Kaffee. Oh nein, auch scharfe Pasta, Fischsuppe, Rindsrouladen, Sushi. Aber ganz besonders gerne Currywurst. Aber nie nach Kochbuch. Und was ist das Gebäude hier? Ach, das ist, was Berlin im Augenblick überhaupt nicht braucht. Luxuswohnungen und Gewerberäume. Nein, ich meine das hier. Ach, das wird nie was. Nur beim Kaffee kann ich fürs Ergebnis garantieren. Darf ich? Das sieht aber gut aus. Wird das eine Kirche für einen Wettbewerb? Eine Kathedrale, nur so eine Spielerei. Eine Kathedrale? Ich habe hier an der TH nach dem Abitur mit dem Architekturstudium angefangen. Also nur 4 Semester durchgehalten, ehrlich gesagt, 3,5. Der Sommer in Berlin war zu schön. Na, ein Glück. Sonst gäbe es noch mehr Konkurrenz. Aber wegen einem Sommer bricht man doch kein Studium ab. 2 linke Hände und 10 Daumen. Mhm. Habe ich vielleicht schon eine Übersetzung von Ihnen gelesen? Kann sein, aber das sind ja Texte von anderen. Ich zum Beispiel möchte, dass meine Gebäude Geist und Seele haben. Ah ja. Wie haucht man einem Gebäude Geist und Seele ein? Keine Ahnung. Ich sitze oft nächtelang vor dem Bildschirm. Bis ich das Gefühl habe, es haut irgendwie hin mit der Ausstrahlung. Gibt es da so eine Art Klick? Ja. Hat es hier schon Klick gemacht? Ich weiß nicht. Sie haben mir gerade das Leben gerettet. Da war noch Platz. Ich musste nur vorsichtig sein.